Lieben und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gehen wir in die Eishalle mit der lieben Andrea und mit der lieben Lea. Ich muss mich aber noch umziehen, weil ich bin jetzt sozusagen noch in meinen normalen Sachen. Genau, ich habe mir jetzt schon mal die Haare gemacht. Also ich habe jetzt einfach einen Zopf gemacht. Also ich habe ja eben, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich meine Haare und mein Make-up gemacht habe. Und dazu wollte ich jetzt auch sozusagen nochmal was sagen, weil nämlich viele gefragt haben, was ich immer für mein Make-up benutze. Ja, also ich zeige euch jetzt einfach mal, also bei mir ist es immer ganz verschieden, deswegen zeige ich euch jetzt mal, was ich heute benutzt habe. Also wie gesagt, ich benutze immer verschiedene Sachen und ja, also erstmal habe ich Concealer benutzt und den benutze ich halt immer von True Skin, von Catrice, der True Skin High Cover Concealer. Der ist sogar waterproof. Ich habe die Farbe 010 Cool Kashmir. Genau, so sieht er aus. Dann benutze ich immer meinen Schwamm. Da habe ich extra so einen Behälter dafür. Ich weiß, der sieht ein bisschen komisch aus. Ich muss den auch nochmal waschen. Vielleicht brauche ich auch sogar einen neuen. Aber ich benutze den von Real Techniques. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Marke, ja. Wundert euch nicht, warum das die ganze Zeit klackert. Das ist hier mein Armband. Genau, deswegen nicht wundern. Danach benutze ich manchmal eine Wimpernzange, aber eher manchmal nur. Von Artico die Wonderlash Mascara. Genau, die habe ich heute benutzt. Ich mache es mal auf. Genau. Bei Barbie sind die ja immer so groß und macht die so. So, jetzt aber mal weiter. Dann mache ich meinen Eyeliner. Da habe ich diesen Roller Liner Eyeliner von Benefit. Genau. Beautiful. Manchmal benutze ich noch Lidschatten. Genau, da habe ich so eine Revolution, so eine Palette mit so ganz vielen verschiedenen Nude-Farben, aber das benutze ich ganz, ganz selten. Machen wir jetzt mal weiter nur mit was? Nehmen wir mal Blush. Von Hypoallergenic, den Fresh Blush habe ich hier. Und Leute, der ist so ergiebig. Wow, ich liebe den einfach. Und dazu habe ich auch noch so ein Schwämmchen im Vertrag. Für meine Augenbrauen benutze ich manchmal auch von Benefit den 24 Hour Brow Setter. Also es ist halt so ein Brow Gel sozusagen. Dann halten halt die Augenbrauen länger. Und dann habe ich jetzt noch so eine Lippenkombi. Da habe ich jetzt von Essence den Lip Liner hier benutzt. So einen roten habe ich einfach irgendwie drauf geklatscht. Und dann habe ich da drüber noch diesen Extreme Shine Volume Lip Gloss. Das ist die Farbe 104 Nude Mood. Extreme Plumping Lip Gloss drauf gemacht. Genau. So Leute, jetzt muss ich noch eine Sache von den Hausaufgaben machen. Aber vorher räume ich jetzt einmal hier meine ganzen Utensilien, die ich euch gezeigt habe, weg. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, die Lea und Andrea wieder zu sehen. Und ja. Ich schreibe gerade noch einer Freundin zurück. Wundert euch nicht, warum ich keine Ohrringe anhab, weil meine Ohrlöcher sind nämlich entzündet. Also mein zweites Ohrloch und ja, wir sind in letzter Zeit immer so. Habe ich noch das einen Teil Hausaufgaben. So Leute, jetzt mache ich jetzt mal Mathe, weil ich habe nämlich jetzt noch Mathe auf. Genau, muss ich jetzt mal machen. So Leute, ich bin jetzt fertig. Ja, wir packen jetzt noch zusammen meinen Schulranzen für morgen. Und dann muss ich noch meine Tasche packen für die Eishalle. Ich freue mich schon richtig, weil wir haben die ja seit letztem Jahr Sommer gar nicht mehr gesehen
Und ja, kommt auf jeden Fall. Also ich glaube, ich ziehe das gleiche an wie beim letzten Mal. Genau, ich war nämlich schon in der Eishalle mit der lieben Amelie und mit der lieben Vivian, falls ihr es seht. Hallöchen, das war sehr schön. Also halt dieser Pulli hier und Leute, der hält wirklich so warm. Der ist von Kids Brand Store. Und ja, also super auf jeden Fall. Aber darunter muss ich noch ein T-Shirt anziehen. Ich ziehe einfach das Basic T-Shirt an von H&M. Genau. So Leute, würde ich mal sagen, ziehen wir uns jetzt um. Wow. So Leute, ich bin jetzt fertig. Genau, ich habe mir noch hier vorne so ein bisschen die Haare rausgemacht und noch ein bisschen gelockt. Sieht es ein bisschen besser aus. Genau, und ich habe noch gerade eben meine Brille geputzt, weil die wieder so dreckig war. So Leute, also ich habe gerade meine Tasche gepackt. Ich zeige euch mal kurz den Inhalt. Also erstmal habe ich so eine Burt's Bees Handcreme drin, Lavendel and Honey. Die ist so gut, die war in meinem Adventskalender drin. Dann habe ich noch ein Body Mist dabei. Das riecht einfach so gut, das ist von England. Hier seht ihr den nochmal und der ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und das Packaging ist nice und es riecht gut. Damit meine Lippen nicht trocken werden, habe ich hier von Kneipp diesen Lip Balm. Was ist damit passiert? Egal, jedenfalls diesen Lip Balm. Oh, super. Ist noch was? Nö. Nee. Oh, ich freue mich, was da. Ah ja. Meine Taschentücher, die ich mir auch mal gebrochen. Oh, und ich habe noch meinen AirTag dabei. Ich brauche den zwar jetzt nicht, aber egal. Leute, guckt mal. Das ist so eine Hülle für dafür. Also hier macht man den dann halt so rein. Und ich finde das so cool. Moment, ich mache es gerade wieder rein. So, jetzt muss ich aber alles wieder reinpacken. So Leute, wir fahren jetzt los und ich freue mich auf jeden Fall schon riesig wieder die Lea und die Andrea zu sehen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich frage mich, ob die Lea überhaupt Schlittschuh fahren kann, weil haben die in Spanien eigentlich ein Eislaufzentrum, also so ein Eishaus? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es wisst, weil es ist ja so warm da immer. Außer, also die haben ja nie so richtig Winter, außer dieses Jahr. Da hatten die ja einmal richtigen Winter, aber ansonsten ist da ja eigentlich nie so richtig Winter. Deswegen frage ich mich gerade, ob die überhaupt ein Eislaufcenter haben. Naja, muss ich sie einfach gleich mal fragen. Auf jeden Fall, also wenn sie schon mal Inlineskater gefahren ist oder halt Rollschuhe, dann wird das eigentlich recht easy, weil das ist ja im Endeffekt so, nur dass es halt ein bisschen rutschiger ist und ein anderes Gefühl. Ja. Aber sie wird es auf jeden Fall hinbekommen, das weiß ich. Leute, wir sind gleich da und ich bin mir nicht sicher, aber da stehen gerade so zwei Menschen. Ich glaube auch. Ich glaube. Ja. Ah, ich freue mich schon. So Leute, also die Lea. Hallo. Und die Andrea. Hallo. Die sind jetzt im Auto und ja, wir sind jetzt am Eishaus. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal rein. So, Isa muss jetzt warten, weil das Eis wird neu. Also glatt wieder gemacht, wird weil glatt. Ich dachte, nicht wärmt. Genau. Jetzt und Lea ein schwieriger. Guckt draußen zu. Genau. Ist ja alles aufregend für Lea. Ja, für Lea ist das ja alles neu, deswegen guckt die gerade, wie das da geht. Isa geht mit. Und hat so Maschine.
ist gerade aufgewärmt und jetzt gehen wir wieder aufs Eis. Jetzt geht's wieder los. Leute, wir sind jetzt wieder drin und jetzt hören wir auch auf zu fahren. Ja, und jetzt holen wir noch Leas Freund ab. So Leute, wir haben jetzt Leas Freund abgeholt und sie hat auch noch Rosen bekommen. Süß, ne? Genau. Wir sind jetzt hier zu Hause. Genau, und uns ist eben was sehr Spannendes passiert. Wir sind nach Hause gekommen, dann ist sie, ich wollte gerade sagen, die Klimaanlage ist angegangen. Die Alarmanlage ist angegangen. Genau. Dann mussten wir die erstmal ausschalten lassen. Und ja, jetzt passiert auf jeden Fall nichts Spannendes mehr. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt das Video. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, die Glocke zu aktivieren und den Kanal zu abonnieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.